Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS22-Freunde, hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal LS22TV zum Thema Farming Simulator 2022. Ja, ihr hört es richtig. Heute sind wir mal wieder ein bisschen was mit dem LS zu tun. Habe ich ja gesagt, ne, dass wir mal wieder ein bisschen was tun müssten. Ne? Nachdem das jetzt vereinzelt ist, so viele Fragen es waren im Facebook, haben wir gedacht, okay, gut, ne, ballerst noch mal ein Video raus. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass das eigentlich hübsch klar sein dürfte, wie das funktioniert, denn es beruht ja genau das gleiche wie im LS19. Das ist kein großer Unterschied. So, jetzt ist meine Uhr auch endlich einmal fertig hier mit dem Gebimmel und Gebammel. Ja, was wollen wir heute Schönes machen, ne? Ich wurde gefragt, ne, Markus, kannst du mal erklären, wie man Tiere verbaut und wie man die Navmesh ändert? Dann haben wir gedacht, okay, gut, ne? Wollen wir es tun, wollen wir es machen. Habe ja die letzte Zeit bisschen mit dem LS bisschen kürzer getreten. Die Luft war eigentlich hübsch bei mir raus, beziehungsweise ist immer noch raus bei mir. Aber ich will meinen lieben Abonnenten, die wo ja so fleißig meinen Kanal abonnieren, nicht einfach auf den Trocknen hocken lassen. Ne? Das wäre eigentlich von meiner Seite aus ziemlich undankbar, wie man ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt machen würde. Also habe ich mich aufgerafft, habe mir jetzt ein Käffchen hier gemacht. Heute gehen wir das Thema an. Mal Tierchen verbauen. Ich erkläre euch das wieder Schritt für Schritt, à peu, so dass ihr das wirklich nachmachen könnt. Und wie ihr wisst, das ganze Geschichte ist ja live, ne? Da blinkt er da unten, ne? Ne? Live. Allerdings seht ihr das natürlich dann erst danach, die wo keine, wie heißt das, Super Abonnent, Super Chat oder wie das Ding sich da heißt oder ne, auf YouTube, weiß ich nicht, wie sich das schimpft. Die sehen das halt dann erst im Nachhinein. Ne? Bisschen verzögert. Um ein paar Stunden. Oder ein paar Tage. Oder Wochen. Oder vielleicht auch Monate. Wer weiß es schon genau. So, jetzt braucht der Markus erstmal einen Schluck Kaffee, ne? Alte Gewohnheiten, wir wissen es ja, wie es ist. Man fällt ja immer irgendwie ins alte Muster rein, ne? Das ist also echt Katastrophe. Ja, nee, ne? Okay. Also wir wollen jetzt dann, ne, im Endeffekt ist es ja immer ein und dasselbe, ne? Es bleibt sich jetzt wurscht, ob das jetzt Hühner sind, ob das Kühe, Schafe, Bienen, was weiß der Geier, Goldfische im Glas sind, ne? Es ist immer ein und dasselbe, ne? Als allererstes, was wir brauchen, ist mal unser Plätzchen auf der Map, ne? Das ist ja klar. Der ein oder andere dürfte es ja wissen aus meiner Tutreihe, ne, wie man Farmlands aufpinselt. Man bestimmt jetzt hier erst einmal sein Farmland. Gehen wir nochmal schnell der rein, die Ding. Ich habe das schon aufgepinselt. Farmlands, ne? Man sagt, ne, welches Farmland das man haben möchte hier. Logischerweise immer fortlaufend, ist klar, dürfte klar sein. Ne? Man kann das auch aus der alten Map importieren, wenn man möchte. Habe ich euch auch mal gezeigt, ne, wie man Farmlands importiert. Funktioniert allerdings genauso. Okay. So, wir haben das Farmland aufgepinselt. Gehen wir da mal wieder weg. Farmland haben wir aufgepinselt und in unserer XML, in der Farmlands XML, haben wir es uns auch eingetragen. Und da wollen wir jetzt die Hühner reinhaben. So, gespeichert habe ich es ja, ne? Ja, perfekt, ne? So, jetzt holen wir uns die Hühner rein. Jetzt holen wir uns als erstes mal einen originalen Stall rein. Also einen originalen Hühnerstall verbauen wir uns. Und den werden wir dann in der nächsten Reihe werden wir uns den anpassen. Aber wir wollen jetzt als erstes einmal mal Hühner reinhaben. Es ist immer das Beste, ne, wenn man sowas macht, dass man sich erstmal den originalen Stall reinholt, dass der funktioniert und dann kann man sich den ja so ändern, wie man möchte. Ne? Dann ist es ja im Endeffekt ja bloß eine XML und Export-Import-Geschichte. Ja, okay. Am besten ist es, ne, man speichert sich, man startet, ich mache es immer so, ich starte einmal das Spiel. Ich starte mir einmal das Spiel, platziere mir das Ding dahin, wo ich es hinhaben möchte und dann ist es eigentlich, schauen wir mal, ne, müsste es eigentlich unter Safe Game 1 müsste es drin sein.
Und zwar ist es dann unter Placebo-Serien. Gehen wir mal hier rein. Edit White Notepad. So. Und da müssten wir jetzt eigentlich dann irgendwo unsere Hühner herin haben. Und da haben wir sie ja eh schon, ne? So, diese Zeile kopieren wir uns jetzt einfach mal. Kopieren. Dann können wir das zumachen und die packen wir jetzt in unseren Placebos rein. In unsere Placebos XML. Mit SDGRV können wir sie mal einfügen. Jetzt hätte ich sie nachrücken sollen. Rücken wir sie mal nach. So, dann, was brauchen wir jetzt alles, ne? Also wir brauchen einmal den Pfad, das ist klar. Das können wir eigentlich Produktions- und Liter, den können wir mal hier drin lassen. Ist nicht zwingend notwendig. Kann man drin lassen, muss man nicht drin lassen. Was rauskommt, ist einmal hier diese ID kann raus. Wenn wir weiterschauen, kann einmal Position und Rotation kann drin bleiben. Jetzt muss jetzt mal gleich auf 0,0. So, auch hier Rotation setzen wir uns auch auf 0,0. Edge kann raus, Preis kann raus, Farm ID 1 lassen wir drin, denn es ist ja für den Hof 1. So, löschen wir das jetzt mal raus hier. So, haben wir das auch rausgelöscht. Wie gesagt, ne, das kann man drin lassen, muss man nicht drin lassen und dann ist der ganze Block wieder geschlossen. Jetzt hätte man schon die halbe Miete. So, jetzt wollen wir uns mal den guten Stall reinholen. Der ist jetzt eigentlich, machen wir es hier wieder unter die Safecam, da haben wir unseren Safecam drin gehabt, ne? C, dann ist es auf Programm X86, Farming Simulator 2022, Data, Placebo und dann unter Lizard. Da müsste unser ganzes Gedöns drin sein und dann müssten hier auch schon, sind wir eh schon richtig, ne? Chicken haben wir sie eh schon. Das ganze Ding kopieren wir uns jetzt einfach. So, dann können wir die zumachen. Dann gehen wir in unseren Mods-Ordner rein. Unsere Map. Und dann, wo ihr es jetzt hinpackt, müsst ihr selber wissen. Ich packe es jetzt auch unter Placebos rein. Dann machen wir hier uns einen neuen Ordner. Da schreiben wir jetzt einmal Any Mail rein. Weil da packt man dann die ganzen Tiere rein. So. Einfügen. Dann wäre es vielleicht, wenn wir da immer Navigationsmesh haben, wäre es vielleicht doch interessanter, ne, wenn wir hergehen. Ausschneiden. Animals. Machen wir uns da auch nochmal ausschneiden. Machen wir uns da nochmal einen neuen Ordner. Den benennen wir jetzt Chicken Bahn Hof 1. So. Da packen wir jetzt alles rein. Einfügen. So, genau, so machen wir es, ne? Dann haben wir das da schön hier drin. Und die Animals, und das ist jetzt für Hof 1. Da können wir dann auch später noch die anderen, weil sonst kriegen wir nämlich Probleme mit der Navigationsmesh. Ne, könnte man dann zwar immer umbenennen. Aber ich finde es auch so ein bisschen besser. So, was brauchen wir einmal? Ne? Wir brauchen jetzt einmal diese XML ausschneiden. Die habe ich so übersichtsmäßig, habe ich die jetzt in meinem Extra-Ordner drin. So, die habe ich jetzt hier herin. Da habe ich meine ganzen XMLs drin. Einfügen. Die benennen wir uns jetzt einmal um. Umbenennen. Also wie ihr das umbenennt oder wie ihr das macht, ne, ist euch überlassen. Ich mach's halt das so, ne? So, die machen wir uns jetzt einmal auf hier. Edit White Notepad, weil die brauchen wir dann. So. Wir brauchen einmal die XML, ist klar, ne? Dann brauchen wir einmal Placebos, ist auch klar. Die Placebos XML und die Motest brauchen wir. Also wir brauchen mal diese drei Geschichten brauchen wir. So, dann machen wir unsere Map auf. Dann holen wir uns mal das gute Stück rein. Datei. Importieren. So, haben wir es hier eh, ne? Placebos, Animals, haben wir, da waren wir als letztes drin. Haben wir unsere Hühner. Nehmen wir jetzt mal öffnen.
So, die wollen wir uns jetzt einmal testzweckmäßig hier herstellen. Jetzt nicht wundern, ne, warum das jetzt jetzt kein Zahn und nichts da ist. Ne? Es ist klar, das wird ja alles über die XML geladen. Also man sieht das wirklich bloß das Notwendigste vom Notwendigsten, so ungefähr. Sage jetzt ich einmal. Die packen wir uns jetzt hier einfach mal so rein. Attributes, Sonderlei. Packen wir uns jetzt mal hier so einfach mal so rein. Dann machen wir jetzt, gehen wir hier auf 90. So. Ja, schief, ne? Ich wollte eigentlich alles, ne, hübsch gerade reinbauen. Habe ich mal gedacht. Aber okay, gut, ne? Lassen wir es jetzt einmal so da, ne? So, jetzt haben wir es einmal da, dann schieben wir es jetzt einmal in unseren Placebo-Folder-Ordner rein. Zack. So. Jetzt haben wir die schon mal da. Okay. Soweit könnt ihr mir hoffentlich folgen, ne? So, jetzt brauchen wir einmal unsere XML hier, also die Chicken XML. Dann lassen wir jetzt auch mal alles, ne, lassen wir jetzt mal alles so, wie wir es brauchen jetzt hier herin. Das ist jetzt einfach mal, lassen wir jetzt einfach mal so, da gehe ich jetzt nicht drauf weiter ein, da gehen wir jetzt, das machen wir dann später, ne, wenn wir mal das ganze Ding umbauen. Das Einzige, was wir hier oben ändern, ne, ist jetzt da hier, gehen wir auf Dollarzeichen Data. Dollarzeichen Data. So, dann haben wir ja hier wie das ganze Ding heißt, ne? Dann haben wir ja hier unsere Bilder und das interessiert uns jetzt momentan alles gar nicht. Was uns jetzt interessiert, ist jetzt hier unter der Base, ne? Ist jetzt da hier unsere i3D-Pfad, ne? Den müssen wir natürlich jetzt anpassen, ist ja ganz klar. Kennen wir ja aus dem 19er noch raus. Also wenn wir jetzt gucken, wir haben jetzt hier unsere Map, dann haben wir es ja unter Placebos drin, dann haben wir es ja unter Animals drin und dann haben wir es ja unter Chicken Barn von Hof 1 drin. So. Diese Geschichte hier oben kopieren wir uns jetzt da. Und zwar bis zu Placebos, SDGIAC, und fügen uns jetzt die hier uns ein. SDGERV. Somit haben wir jetzt Endeffekt den Pfad bestimmt, wo unsere i3D hinterlegt ist. Na, wenn wir jetzt schauen, wenn wir es jetzt unter Placebos hier rein, machen wir nochmal auf. Ich schiebe es jetzt da nochmal. Kann man ein bisschen rüberschieben? Ja, ne, kann ich rüberschieben. Wenn wir gucken, ne, wir haben jetzt da hier unsere Map, dann haben wir es hier unter Placebos drin. Placebos, dann haben wir es unter Animal drin. Animal ist der nächste Ordner. Dann haben wir es unter Chicken Bahnhof 1 drin. Chicken Bahnhof 1. Und dann haben wir hier unsere i3D. So, jetzt haben wir hier, das ist das Einzige, was wir jetzt am Himmel drin vorerst jetzt, sage ich mal, jetzt anpassen müssen. Das ist nur dieser Pfad, wo die i3D hinterliegt. Jetzt gehen wir hier mal auf Speichern. So, jetzt gehen wir in die Placebos rein und da haben wir jetzt genau das gleiche Spielchen. Wir müssen jetzt bestimmen, wo unsere XML hinterlegt ist und da machen wir genau das gleiche Spielchen nochmal. Ne? Wenn wir jetzt gucken, wir haben ja hier unsere Roadmap, dann haben wir ja hier XML und da haben wir es dran. Also braucht man praktisch nur XML und hier diese Datei kopieren. So. Also gehen wir her, haben wir jetzt da hier XML Schrägstrich, dann die Datei.xml. So, haben wir hier schon mal den Pfad bestimmt. Jetzt tun wir das Ganze noch referenzieren auf unsere Map SDGIAC, SDGIRV und das war's. Ne? Jetzt haben wir praktisch Dollarzeichen, MapDir, Dollarzeichen, dann Schrägstrich. XML ist ja dieser Ordner hier. Also ne, haben wir hier unsere Map, dann haben wir hier XML und da haben wir unsere Datei hier drin. Es braucht man eigentlich bloß nur die Position und die Rotationsachse. Ne? Dann wollen wir uns, haben wir hier drin, kopieren wir uns das, SDGRC, V,
Nächsten. So, und nächsten. Wow. Und dann haben wir minus 90 haben wir. Minus 90. So, jetzt haben wir Positions- und Rotationsachsen bestimmt. Und somit hätten wir das jetzt auch schon. Können wir auch abspeichern. So, jetzt brauchen wir es eigentlich nur noch in der Mode-Task drin, sonst bekommen wir nämlich einen Store-Item-Fehler. Also kopieren wir uns die ganze Geschichte hier, SDGIRC, tragen uns jetzt die einfach hier SDGIRV und tragen uns einfach hier diese XML ein. Zack, Mode-Task, hier müssen wir rein. Und so, jetzt hat der Marco ist wieder da vorne. Die Hälfte weggelöscht, ne? XML, und dann wundert er sich, warum das nichts geht. Und dann heißt, wie wir sehen, sehen wir nichts. Kennen wir auch schon, ne? Haben wir auch schon hinter uns. So, jetzt haben wir hier auch in der Mode-Task unseren Pfad hinterlegt. Speichern. So, jetzt haben wir es einmal, wenn wir uns jetzt alles angucken, rückwirkend, wenn wir es nochmal schauen. Wir haben uns die originale Datei rauskopiert. Kopiert sie dahin, wo ihr das hinhaben wollt, egal wo. Kopiert alles rein, inklusive XML etc. und bla bla bla. Wo ihr dann die XML hinterlegt, ist egal. Passt dann den Pfad in der XML an, wo die I3D hinterlegt ist. Wenn ihr das habt, geht ihr unter Placebels rein. Tragt euren Block ein und einen Placebels Block ein, den kriegt ihr dann raus, ne? Wenn ihr das Spiel mal einmal abgespeichert habt, dann wisst ihr, was hier zu einzutragen ist. Ist eigentlich relativ einfach, ne? Pfeilname will er wissen, Positions-, Rotation, die Farm-ID will er wissen. Ändert hier diese Pfade und genau das gleiche dann in der Mode-Task nochmal. Das Store-Item, sonst bekommt ihr nämlich ein Store-Item-Fehler in der Log drin und die ganze Sache funktioniert nicht. In der Map kopiert es euch dahin, wo ihr hin wollt. In den Placebels-Ordner rein habe ich euch auch erzählt, ne, wie ihr den erstellen könnt oder exportieren, importieren könnt, wo ihr den herbekommt. Und speichern wir auch einmal ab. Na, jetzt dauert's, ne? Hat er schon abgespeichert. Okay. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ne, ob der ganze Spaß auch funktioniert, was der Markus da redet. Wollen wir mal das minimieren hier? Dann wollen wir uns mal unser Spiel starten hier. Macht er jetzt? Oh mein Gott, es will ein Update. Ne, das machen wir später. Das sieht man mal, ne, wie lange ich das Spiel schon immer gestartet habe. Das machen wir später. Das müsste jetzt eigentlich auch so funktionieren. Eigentlich. Normalerweise. Und sowieso. So, Karriere. Den müssen wir mal löschen hier. Dann einfach immer, ne, wenn ihr was eingebaut habt, immer einen neuen Spielstand starten. Sonst funktioniert die Geschichte nicht. Ihr könnt es dann später dann einmal auch in den Safe Game übertragen. Ist es genauso, ne, wenn man schon vorhandene Safe Game hat, wenn man es so startet wie jetzt da und sagt, ah, es funktioniert alles, dann kann man sich das auch in die Safe Game übernehmen. Funktioniert genauso wie im LS19, ne, mit dem Safe Game nachtragen. Ist ratsam, dass man sich immer eine Kopie davon macht, wenn man da drin rumwurschtelt im Safe Game. Aber im Endeffekt immer unten als letztes eintragen. So, dann haben wir es gestartet, das ganze Ding. Und jetzt schauen wir mal, ne, was sich jetzt tut. Start, bestätigen. So. Wenn ich jetzt Escape drücke, müsste ich jetzt eigentlich hier hinten meine Hühner sehen. Voila, da sind meine Hühner. Kann ich auch hinspawnen? Jupp. Kann ich auch hinspawnen, ne? Jetzt haben wir unsere Hühner da. Original Stall verbaut, ne? Stimmt natürlich nicht, ne? Ist ganz klar, ne? Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen in der Luft. Aber uns geht es einfach darum, dass wir es einfach schon mal eine Grundding haben. Eine Grund-I3D, I3D, was funktioniert. Das wollen wir mal gucken, ne? Funktioniert das? Tiere kaufen? Wollen wir uns mal einen Hahn kaufen? Mal einen, ne? Kaufen,
Ja. Okay. Dann wollen wir auch ein Hühnchen haben. Da nehmen wir uns jetzt auch mal. Kaufen. Ja. Okay. Vielleicht von denen ist auch noch, ne? Schau mal, ne? So. Kaufen. Ja. Okay. So, jetzt bin ich zurück. Ist eigentlich alles da, ne? Sound hat er angepasst, ist ja klar, ne? Muss er ja von der Area her etc. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber unsere Hühner. Mein Gott, ne? Das ist auch immer so geil, ne? Das ist das, ne? Warum dass ich eigentlich dann schon fast keine Lust schon wieder nicht mehr habe, weiterzumachen, ne? Wenn ich mir jetzt das hier schon wieder angucke, ne? Geht jetzt da schon wieder der Zaun weg. Ne? Da habe ich schon wieder fast keine Lust mehr, dass ich wieder weitermache. Ja. Aber unsere Hühner sind da und funktionieren. Wollen wir mal auf Escape gehen. Jetzt müssten wir eigentlich hier unter Stall müssen wir auch Tiere drin haben. Ja, genau, ne? Haben wir auch. Ne? Funktioniert alles wie gewohnt. Dann können wir eigentlich hergehen. Wollen wir mal schauen, ob wir speichern können. Oder ob er sich aufhängt. Nein, er speichert. Habe ich auch schon öfters gehabt, ne? Weiß ich noch, kennt der ein oder andere bis Sicherheit noch, ne? Immer gemottet, ne? Gebaut und gemacht, ne? Und dann immer oben zack auf das X gedrückt. Ja, ne? Und irgendwann auf einmal konnte man immer absperren, hat er sich aufgehängt, weil er irgendwie oder irgendwas oder weiß der Geier was gefunden hat, wo er sich festgetüttelt hat. Und dann stand man da und ne? Dann ging die Kacksucherei los. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen, ne? So verbaut man jetzt da schlicht, ganz schlicht und einfach diese originalen Ställe. So funktioniert es auch mit den anderen Tieren. Und jetzt haben wir eigentlich eine gute i3D, die was funktioniert. Zumindest wir wissen wir nicht, dass der Grund i3D funktioniert. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und mit der können wir jetzt dann arbeiten, ne? Mit der Geschichte. Die können wir jetzt verändern und bauen und machen und tun, wie wir sie brauchen, wie wir sie wollen. Aber wir haben schon mal eine gute Grundsubstanz hier drin. Oder wenn ihr, was weiß ich, ne, irgendwie einen anderen Mod habt, ne, was ihr verbauen dürft, habt ihr ja zum Beispiel einen schönen Hühnerstall oder einen Kuhstall irgendwo von jemandem bekommen und sagt, zack und zack, ne, den will ich haben. Und ja, derjenige hat gesagt, den dürft ihr fest verbauen in eurer Map. Da wisst ihr, wie die Sache funktioniert. Ja, als nächstes Thema, was wir jetzt dann als nächstes mal angehen werden, ist jetzt dann einmal diese Navmesh anpassen oder beziehungsweise wie man sich so einen ganzen Stall zurechtschnitzt, wie man das braucht, was man braucht, ne, in der i3D, in der XML braucht man einige Sachen nicht, einige Sachen schon, einige Sachen muss man dann drin ändern. Aber ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren, fürs Dabeisein und ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen jetzt mal auf die Schnelle helfen, wie man so ein Tier auf eine Mob mit einbaut. Also macht es gut, bis dann, tschüss tschüss und baba. Don't feel